Willkommen in der Lutherstadt Wittenberg, der Stadt, in welcher Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlichte und damit zum Ausgangspunkt der Reformation in Deutschland machte. Die meisten Sehenswürdigkeiten liegen zwischen Schlosskirche und Lutherhaus. Man beginnt also eine Besichtigung von Wittenberg praktischerweise an der Schlosskirche und geht dann über die Kollegienstraße, den Markt mit dem Rathaus zum Lutherhaus. Jetzt befinden wir uns auf dem Marktplatz. Hier steht das imposante Rathaus, welches um 1540 errichtet wurde. Vor dem Rathaus stehen die Statuen der beiden Reformatoren Martin Luther und Philipp Melanchthon. Der Marktbrunnen diente der Versorgung der mittelalterlichen Stadt mit dem kostbaren Nass und wurde ursprünglich über durchlöcherte Baumstämme mit Wasser versorgt. Das Lutherhaus wurde als Augustinerkloster errichtet. Über 35 Jahre lebte und arbeitete der Reformator Martin Luther hier. Jetzt sehen wir die Stadtkirche von Wittenberg und gleich daneben die kleine Fronleichnamkapelle. Mit diesen Stadtansichten endet unser Rundgang. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir oder abonnieren Sie meinen Kanal. Hier stelle ich viele weitere historische Städte vor. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Stadtrundgang. Ihr Ulf Zaspel.